Das ist Better Minecraft. Ein Vanilla Plus-Plus-Plus-Pack, das verspricht so zu sein, wie Minecraft eigentlich sein sollte. Der Fokus in dieser atemberaubend schönen Welt liegt darin, durch wunderschöne Biome zu wandern, aber auch gefährliche verborgene Dungeons zu erkunden. Und genau das werden wir heute tun. Wir werden versuchen, 100 Tage lang als Abenteurer durch diese Welt zu reisen und ihre Geheimnisse zu ergründen. Wenn euch das Ganze gefällt, zieht es gerne unter Betracht, diesen Kanal zu abonnieren. In diesem Video steckt wochenlange harte Arbeit und es würde einen kleinen Mann wie mir eine große Freude bereiten. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Better Minecraft. Tag 1, ein einsamer Mann auf einer einsamen Insel. Ah, Flamingos. Wow, ist das ein Wal? What the fuck? Nachdem ich den Walschock verkraftet habe, habe ich das naheliegende Schiffswrack gelootet und ziemlich coole Lederschuhe gefunden, die ich direkt mal angezogen habe. Dann habe ich einen Baum abgebaut und mir eine Spitzhacke gecraftet, mit der ich dann anschließend eine Menge Stein gefarmt habe. Aus dem Stein habe ich dann alles an Tools gemacht, was man so braucht, und ich habe herausgefunden, dass man beim Sneaken direkt den ganzen Baum fällt. Oh shit! Was? Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um ein Zuhause zu finden. Was ist das? Was ist eigentlich dieses F3-Menü? Oh, wow. Ah ja. Oh. Ein Dungeon. Das Dungeon war noch zu anspruchsvoll für mich, daher bin ich fürs Erste geflohen. What the fuck? Nach dieser sehr interessanten Begegnung bin ich sehr lange durch die Nacht gelaufen, ohne etwas zu finden, wo ich bleiben könnte. Ein Bär. Etwas später bin ich dann aber doch auf einen kleinen Turm gestoßen, in dem ich fürs Erste bleiben würde. Allerdings müsste ich ihn erst einmal für mich erobern. Die erste Etage gehörte ziemlich schnell mir, genauso wie der Loot aus dieser Truhe. Joink. Die zweite Etage war dann doch schon etwas schwieriger. Dann habe ich mein Essen gebraten und erstmal den Spinnern der Etage über mir Respekt eingeflößt. Am Morgen von Tag 2 habe ich 5 Meter neben dem Turm ein Dorf gefunden. Wie konnte ich das übersehen? Ich weiß es nicht. Und kurz danach hatte ich den größten Herzinfarkt meines Lebens. Da das Dorf nicht besonders spektakulär war, habe ich das, was ich brauchte, von den Villagern gestohlen und bin dann weitergezogen. Außerdem habe ich einen Vogel namens Robin ermordet. Nein, Robin! Was mir 20 Sekunden danach ziemlich egal war, da ich ein viel besseres Dorf gefunden habe. Ich habe mir außerdem vorgenommen, in diesem Video nichts Riesiges zu bauen und den Fokus aufs Entdecken zu setzen, weswegen ich in eine kleine Hütte eingezogen bin. Ich habe ein komplettes verdammtes Zombie-Dungeon geklärt und ich habe nichts davon aufgenommen. Okay. Gut, es war nicht das Allerspektakulärste, war teilweise ein bisschen knapp, aber ja, das ist der Stuff, den ich bekommen habe. Nach diesem dummen Fehler, der sich übrigens nicht wiederholt hat, geht es nun weiter mit Tag 4. Und an diesem Tag habe ich erstmal die Sachen aus dem Dungeon in meine Truhe einsortiert und meine kleine Hütte ein bisschen dekoriert. Dann habe ich mir einen Steinhammer gecraftet und der war einfach nur geil. Oh,
Das fetzt ja ganz anders. Danach habe ich mich dazu entschieden, mich ein bisschen in der Umgebung umzusehen. Als erstes habe ich eine Hexenhütte gefunden. Ein wenig später dann habe ich noch einen Dungeon mit unsichtbaren Skeletten gefunden und dann bin ich aufs Dach geklettert, um kurz mal einen Blick zu riskieren. Oh. Hallo. Die haben Dornen, die haben Dornen. Ciao. Als ich dann wieder nach Hause wollte, war es Nacht und ich habe mich natürlich verlaufen. Ach, du Scheiße. Nach stundenlangem Herumlaufen bin ich dann auch noch ihm hier begegnet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein, oh. Tschüss. Jemand zu Hause? Oh, ja. Ah, mehrere. Ich habe beschlossen, bei den netten Herren zu übernachten und zu schauen, was Tag 5 so mit sich bringt. So, Tag Nummer 5. Ich muss mein Zuhause finden. Nach einiger Zeit habe ich dann tatsächlich mein Haus wieder. Ja, Edison? Ah, hi, Wilder. Da bist du ja auch. Wer ist Edison? Ist Edison mitgebracht? Den Rest des Tages habe ich Holz gefarmt und außerdem noch entdeckt, dass man mit M eine Karte öffnen konnte. Es gibt eine Karte. Ich hätte die ganze Zeit einfach nur auf die Karte. Ach, und ich habe angefangen, einen kleinen Mineneingang zu bauen. Außerdem habe ich einen kleinen Kobold gefunden, dem ich meine Äpfel verkauft habe. Oh, sorry, 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 sorry. War nicht so gemeint. Dann habe ich meine Hütte dekoriert und bin schlafen gegangen. An Tag 6 bin ich dann weiter minen gegangen und habe nach einiger Zeit dann auch meine erste Cave gefunden. Und Caves sind in diesem Modpack alles andere als lustig. Irgendwas ist in dem Wasser. Oh. Okay. Dann bin ich logischerweise erst einmal hochgegangen und habe weiter meine Umgebung erkundet. Nachdem ich nichts Besonderes gefunden habe, bin ich wieder ins Dorf zurückgefahren und als ich ankam, habe ich noch meine Hütte verschönert. Am Morgen von Tag 7 habe ich meine Hütte noch ein bisschen eingezäunt und mir eine kleine Terrasse gebaut, die ich dann doch zu einem kleinen Anbau umgewandelt habe. Dann habe ich ein bisschen Sand gefarmt und gebraten und so hat mein Anbau dann noch ein Fenster bekommen. Am Morgen von Tag 8 war ich fertig und konnte mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden sein. Ich habe von innen noch ein bisschen dekoriert und bin dann später weiter die Gegend erkunden gegangen. Nach kurzer Zeit habe ich dann ein riesiges Gebäude gefunden und bin erstmal auf das Dach geklettert. Und was mich drin erwartet hat, war überhaupt nicht erfreulich. Es begann ein langer und epischer Kampf. Oh mein Gott. Der Loot in den Fässern war einfach unglaublich overpowered, also habe ich alles mitgenommen. An Tag 9 bin ich mit dem Loot aus den Fässern wieder nach Hause gegangen und habe alles einsortiert. Später habe ich dann noch zu cooler Musik gewiped.
An Tag 10 habe ich von dem Loot aus dem Dungeon ein paar coole Sachen gecraftet und außerdem noch einen Kellerraum ausgegraben. Tag 11. Ich habe mir sehr viel Holz gefarmt und nachher noch meinen Shader ausgestellt, um wieder in die Höhle zu gehen. Nein! Oh Gott. Schnell. Außerdem war ich noch ein bisschen Obsidian farmen. An Tag 12 war ich immer noch in der Cave und habe ein Lush-Biom gefunden, in dem aber ziemlich viele Spinnen waren. Also bin ich aus der Höhle rausgegangen, habe den Shader wieder angemacht und kurz darauf ein Untergrunddorf gefunden. Lol. Hallo? Ist das ein Untergrunddorf? Als ich später wieder zu Hause war, habe ich mit den Lush-Sachen ein wenig dekoriert und ein cooles Menü entdeckt für Bilder. An Tag 13 habe ich eigentlich nur sogenannte Rocky Stones für meinen Keller gefarmt, denn ich habe geplant, dort so eine Art Lagerraum und anschließend eine Enchanting Area mit schönem Ausblick zu bauen. An Tag 14 habe ich angefangen, diesen Plan zu verwirklichen. Später am Tag habe ich dann auch noch ein Gehege gebaut, denn ich habe in dem Spinnen-Dungeon Dracheneier gefunden, welche ich ausbrüten wollte. An Tag 15 habe ich das Ei zum Schlüpfen platziert und in der Zeit, in der ich wartete, bis der Drache schlüpft, habe ich den Enchanting-Raum komplett fertig gebaut und von innen auch schon ausdekoriert und verschönert. Und außerdem habe ich eine Treppe den Berg hoch neben meinem Haus gebaut. Oh mein... Okay. Das ist ein Drache. Oh nein, Wilder! Wilder ist bei dem Drachen drin. Tag 16. Da mein Keller jetzt fertig war und mein Drache noch zu minderjährig war, um geritten zu werden, habe ich erstmal einen kleinen Nether-Eingang gebaut und am Ende sah der echt cool aus, also ich bin stolz auf mich. Außerdem ist mein Drache einfach komplett verschwunden und ich dachte, er wäre weggeflogen, weswegen ich erstmal dem Gehege ein Dach gebaut habe. An Tag 17 habe ich weiter um das Portal herum dekoriert und außerdem einen neuen Drachen ausgebrütet. Okay, wir haben einen neuen Drachen. Aber mal, der entflieht uns nicht. Später habe ich dann noch erfahren, an was meine Drachen gestorben sind. Nein! Okay, okay. Problem verstanden. Problem verstanden. An Tag 18 habe ich dann ein hoffentlich erstickfreies Drachengehege gebaut und den nächsten Drachen platziert. Später bin ich dann noch zum Skelett-Dungeon zurückgegangen und habe mich da drin mal umgeschaut. Im Endeffekt hat es sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber es hat Spaß gemacht. An Tag 19 war ich ein bisschen Stripmine, da ich Lapis fürs Verzaubern brauchte und ich habe mich wohl an einem Punkt ein bisschen zu tief gegraben. War einfach absolut gruselig und ich bin da so schnell wie möglich wieder weg. An Tag 20 habe ich mich dann aus der Höhle wieder rausgegraben und habe erstmal nach meinem Drachen gesehen. Um ihn zu zähmen, habe ich dann auch ein paar Fische getötet und später am Tag habe ich dann noch verschiedenste Sachen angebaut. An Tag 21 habe ich mich dann endlich entschlossen, in den Nether zu gehen und habe das Portal angezündet und bin reingehüpft. Allerdings musste ich mich erstmal aus einer ziemlich nervigen Schlucht rausbauen. Als ich aus der Schlucht dann draußen war, hat mich ziemlich viel weirder Shit erwartet. Also im Nether, da war schon ziemlich viel los, also ziemlich viele Strukturen, überall waren diese komischen Ketten und ich wusste nicht genau, was das alles ist. Ich habe ein paar von den Blöcken abgebaut und mitgenommen, aber... Ich habe mich eher so ein bisschen orientierungslos gefühlt im Nether, deswegen bin ich da nicht lange geblieben. Später am Tag bin ich dann wieder in die Höhle gegangen, weil ich immer noch Lapis brauchte und da war es wieder gar nicht lustig.
Als ich an Tag 22 dann endlich Lapis ergatterte und enchanten wollte, ist das hier passiert. Er fliegt weg, er fliegt weg, er fliegt weg, er fliegt weg. Stopp, oh! Okay, warte. Sitz. Nach dem Schock habe ich erstmal meine Sachen enchanted. Ich bekam ein paar nice Enchants wie Looting 2 auf mein Schwert und Vein Mining auf meine Axt. Das heißt, dass die Axt automatisch mehrere Blöcke derselben Art abbaut. In der Nacht konnte ich dann finally auf meinen Drachen aufsatteln. Es geht. Oh mein Gott. Leg ich hoch. Oh mein Gott. An Tag 23 habe ich dann direkt mal meinen Drachen genommen und bin mit ihm zu einem riesigen Pillager Tower in der Nähe geflogen. Oh nein, Pillager. Ich werde euch direkt nach oben bauen. Ach du Kacke. Okay. Oh, chill. Yo, ne? Also. Aber komm nicht runter. Oh, scheiße. Den Pillager-Boss habe ich dann in einem sehr fairen Fight ziemlich schnell besiegt. Ich nahm die Sachen, die er gedroppt hatte, und die Erzblöcke und die Sachen aus den Truhen in der oberen Etage alles mit. Außerdem beschloss ich, einen Haufen Saplings, die dort gelagert waren, zu stehlen. Am Ende des Tages habe ich dann noch meine Truhen sortiert und meinen Stuff ein bisschen aufgelevelt. An Tag 24 habe ich Bilder aufgehangen und außerdem hatte ich nicht genug Level, um mir coole Schuhe zu machen. Deswegen habe ich eigentlich den Rest des Tages nur geangelt und das war's, ja. Tag 25. Ich habe zur Abwechslung mal den ganzen Tag gefischt, yay. Und ich bin aber auch mit meinem Drachen rumgeflogen, aber habe nichts Nennenswertes entdeckt. An Tag 26 habe ich meinen Drachen benannt. Ich weiß nicht, wie ich auf Jorun gekommen bin, aber es ist ein ganz cooler Name, finde ich, also bin ich einfach mal dabei geblieben. Später bin ich dann mit Jorun zu dem Pilz-Dungeon von Tag 1 geflogen und musste dann aber wegen krassen Lags, also 30 bis 40 FPS, den Shader ausstellen und bin dann in das Dungeon reingegangen. Den Stuff, den ich aus den Truhen im Dungeon und von den Mob-Drops bekommen habe, war eigentlich ganz gut und ich war soweit damit zufrieden. Deswegen wollte ich erstmal nach Hause abziehen. Aber als ich das dann tun wollte, ist mir aufgefallen, dass ich den Bad Omen 2-Effekt habe, da ich, während ich die Monster gefightet habe, wohl aus Versehen einen Pillager umgebracht habe, der einen Banner bei sich hatte. Und Bad Omen 2 heißt, ich kann nicht ins Dorf gehen, sonst würde ich einen Raid triggern, deswegen könnte ich erstmal nicht nach Hause gehen. An Tag 27 bin ich dann also mit Jorun rumgelaufen und habe kleinere Strukturen gelootet. Später habe ich dann komisch aussehendes Wasser gefunden und als ich darin getaucht habe, bin ich auf eine Höhle gestoßen. Und in dieser Höhle habe ich einfach das Stronghold gefunden.
Ich habe mir natürlich für später auf der Karte einen Waypoint gesetzt und mich im gesamten Stronghold umgesehen und alles mögliche an Truhen gelootet. Also, oh mein Gott, sieht das geil aus. Alter, ich liebe dieses Stronghold, holy shit. Oh, dir. An Tag 28 bin ich dann wieder an die Oberfläche gegangen und habe erstmal eine Milch getrunken, um den Bad Omen-Effekt zu entfernen. Danach bin ich dann endlich nach Hause gegangen und habe ganz viel sortiert und ein bisschen dekoriert. Der gesamte Tag 29 ging eigentlich dafür drauf, dass ich komplett alles geordnet habe und neu sortiert habe und alles irgendwie ausgeschmückt habe und so gemacht, dass ich es schnell finden konnte. An Tag 30 habe ich die ganzen Saplings, die ich aus dem Dungeon gejoinkt hatte, einfach random um mein Haus herum irgendwo geplantet. Ich weiß nicht, was der Sinn davon war, aber mehr habe ich an dem Tag quasi auch nicht gemacht. Das war eher so eine Art, ja, Chill-Tag. An Tag 31 bin ich zu einer kleinen Pillagerburg geflogen, die in der Nähe im Wald war. Der Loot hielt sich, sage ich mal, in Grenzen, aber am Ende des Tages habe ich noch meine Armor und meine Tools repariert. Ich habe den ganzen Tag 32 lang nur Stein gefarmt, denn ich hatte den Plan, unter meinem jetzigen Kellerraum noch einen größeren und geräumigeren Keller zu bauen. An Tag 33 habe ich nichts Besonderes gemacht, außer das Stein zu braten und irgendwie sinnlos rumzulaufen, bis ich mich dann schlafen gelegt habe. An Tag 34 ist einiges passiert. Erstmal habe ich einen Orca getroffen, was richtig cool war, vor allem weil er ihm nichts getan hat und einem nur so einen Effekt gegeben hat, also konnte man mit dem einfach chillen. Und später habe ich dann noch weiter die Welt erkundet. Ich bin straight in eine Richtung geflogen und habe irgendwann ein interessantes Dorf gefunden, was mich irgendwie an Schlumpfhausen erinnert hat. Jedenfalls waren da überall diese komischen Piglins und naja, ich habe das halt geplündert und bin dann weiter geflogen. Später habe ich dann auch noch in der Nacht ein Dschungeldorf gefunden, in dem ich dann auch übernachtet habe. Am nächsten Tag habe ich mir das Dorf nochmal genauer angesehen und ich war schon krass beeindruckt. Also es war schon wirklich sehr schön und einfach wie es da an der Klippe gebaut war, das sah halt einfach insane aus. Es war cool designed und alles und ja, ich habe es sehr enjoyed da zu sein auf jeden Fall. Außerdem gab es dann noch eine Pflanze, die mich töten wollte. Später bin ich dann weiter getravelt und habe ein Piratenschiff gefunden und da ist dann halt einfach das passiert. War fast gar nicht knapp oder so. Später habe ich dann noch die restlichen Piraten gekillt und vom Loot hat es sich echt überhaupt nicht gelohnt, also da war nur Kacke in den Truhen. Dann habe ich meinen Drachen noch mit Essen, was ich in dem Schiff gefunden habe, geheilt und bin dann nach Hause durchgezogen. An Tag 36 habe ich eigentlich wirklich nur die Sachen, die ich auf der Reise ergattert habe, einsortiert und weggepackt oder irgendwo hingeplaced und das war's. Also das war wieder mal der ganze Tag. Tag 37 ging wieder dafür drauf, dass ich einen Haufen Stein gefarmt habe, denn ich wollte bald wirklich meinen Keller bauen und der braucht nun mal einen Haufen Stein. Also ja, das habe ich an dem Tag gemacht. An Tag 38 habe ich mich meinen Tools und meiner Rüstung gewidmet und einfach geschaut, ob ich hier und da was verbessern kann, hochleveln kann, einfach, dass alles maximal gut aufgelevelt ist und ich mich sicher fühlen kann. Am Ende des Tages habe ich dann noch angefangen, einen großen Hohlraum unter dem Keller meines Hauses zu graben und das ging wirklich lange so. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 5,5 Tage habe ich nur gegraben, den Stein abgebaut und die Wände, die Böden ersetzt, alles nochmal größer gemacht, weil ich es zu klein fand oder alles nochmal eins verschoben, weil es nicht symmetrisch war. Es ging wirklich verdammt ewig so und mittendrin habe ich dann auch noch das hier entdeckt. Es gibt vertikale Slabs. Oh Mann. Das ist einfach das bessere Minecraft, Digga, wirklich. Holy shit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, an, ich glaube, Tag 43 war ich dann endlich fertig. Ich hatte den ganzen Raum fertig gebaut
Und bin dann daran gegangen, ihn halt auszufüllen mit verschiedensten Sachen, einfach Sachen zu platzieren, den Raum auszudekorieren, damit wirklich auch was drin ist und es cool aussieht. Und das Ganze habe ich bis Tag 44 auch noch gemacht. Tag 45, es geht weiter mit Exploren. Als erstes habe ich auf einem verschneiten Berg so eine Art Mönch-Tempel, keine Ahnung, wie in Tibet oder so gefunden. Auf jeden Fall ziemlich nice da, ich konnte denen ihre Bücher klauen. Und später, als ich dann weitergeflogen bin, habe ich noch ein Villager-Lager gefunden, was ich aber erstmal nur auf der Karte markiert habe und dann wieder weitergezogen bin. Und dann habe ich noch in einer Hütte übernachtet, die ich gefunden habe und noch die Ambisse gejoinkt, war echt cool da. Am nächsten Tag bin ich dann weitergeflogen. Es ging immer weiter mit Exploring. Ich bin einfach überall rumgeflogen und habe geguckt, was so abgeht. Aber dann ist ein wenig später, als ich neben einem Piratenschiff landen wollte, das hier passiert. Jorun ist ertrunken und ich war hunderte Kilometer weit weg von zu Hause mitten im Ozean. Auf einer einsamen Insel mitten im Ozean. Nice. Das ist doch cool. Anyways, ich bin dann später nochmal ins Piratenschiff gegangen und habe geschaut, was da so los ist und nochmal ein bisschen Loot eingesackt. An Tag 46 habe ich dann aber auch meine Reise nach Hause zu Fuß angetreten. Und es hat echt eine ziemlich lange Weile gedauert. Auf dem Weg bin ich dann auf dieses Zeltlager hier gestoßen und habe alles Mögliche an Loot, was ich dort gefunden habe, einfach mitgenommen. Am Ende des Tages war ich dann auch finally zu Hause angekommen. An Tag 48 habe ich dann wieder mit allem Möglichen, was ich gefunden habe, zu Hause dekoriert, vor allem unten im neuen Keller. An Tag 49 habe ich erstmal ein neues Drachenei zum Schlüpfen platziert und bin dann später tatsächlich noch in den Nether gegangen. Und nach einiger Zeit habe ich auch eine Festung gefunden. Später in der Festung habe ich dann logischerweise einen Haufen Blazes gekillt, was mit Looting dann auch ziemlich schnell ging. Oh Gott! An Tag 50 habe ich einfach nur gechillt, also ich habe mir quasi einfach mal einen Tag freigenommen und zum Beispiel das Ei ein bisschen beobachtet. Außerdem habe ich noch ein Grab für meinen Drachen gebaut. Jo Leute, ich bin's von Tag 51, glaube ich. Ja, und da war ein Texture Pack geaddet. Dieser Name. Das coolere Animationen hinzufügt. Also, eigentlich kann er auch seine Augen bewegen. Das ist einfach saugeil. Geil. Außerdem habe ich an dem Tag noch mein Grundstück ein bisschen besser eingezäunt, damit Monster nicht einfach vorbeikommen und Hallo sagen. An Tag 52 war ich in dem Zombie-Dungeon, an dem ich schon in Tag 3 war und habe da einfach nur ein bisschen XP gefarmt, also ganz viele Zombies abgeschlachtet.
Am nächsten Tag habe ich einen Cleric hochgetradet, damit dieser mir dann Enderperlen verkauft und mich im Allgemeinen auch einfach so aufs End vorbereitet. Ich habe mich dann mit meinem neuen Drachen, den ich übrigens Vincent genannt hatte, direkt mal auf den Weg zum Stronghold gemacht und dann ging es aber auch schon los. Im End angekommen, habe ich direkt mal eine Waystone platziert und der Fight konnte beginnen. Tag nach dem Endfight bin ich erstmal in die Overworld zurückgekehrt und musste dann zum Stronghold zu Fuß zurücklaufen, um meinen Drachen wiederzuholen. Auf dem Weg zum Stronghold habe ich allerdings dieses unglaublich krasse Dungeon gefunden. What the fuck? Oh, okay. Oh Gott, oh no, no, hell no. Ah. Okay, nein. Ich bin raus. Am nächsten Tag bin ich dann auch wieder nach Hause geflogen und hab dann meine Questbelohnung für das End abgeholt. Und da war unter anderem ein Totem of Void Undying dabei. Richtig nice. Dann an Tag 58 bin ich ins quasi erweiterte End gegangen und ich kann euch sagen, das war insane. Also ich bin direkt durch das Portal gekrochen und habe mir eine kleine Plattform gebaut und ich bin in so einem kleinen Wald gespawnt und da und drumherum, das waren so mehrere Biome. Das war einfach richtig geil gemacht. Also es war so unglaublich wunderschön in diesem End. Das ist, glaube ich, das Schönste, was ich je in Minecraft gesehen habe. Also ich habe da mit dem BSL-Shader zwar gespielt, aber trotzdem, das war einfach nur insane. Ich habe so einen Teich gefunden mit so einem Haufen leuchtenden Fischen und so. Das war einfach nur geil. Also ich bin zwar auch den ganzen Tag dort rumgelaufen auf der Suche nach einer Festung, aber das war halt auch einfach eine insane krasse Augenweide, sage ich mal. Und nach einiger Zeit Traveln habe ich dann auch tatsächlich meine erste Endfestung gefunden. In der waren allerdings ein Riesenhaufen Schalter, die ich erstmal bekämpfen musste. Und das hat wirklich eine Ewigkeit gedauert. Dann bin ich in die zweite Etage gegangen und wurde von irgendwelchen kleinen Slimes mit Rüstung attackiert. Der hier hat mich echt überrascht.
lustige kleine Kerle auf jeden Fall. Und später habe ich dann auch das Endschiff gefunden. Also sah ein bisschen anders aus als das eigentliche, eher wie so eine Art Zeppelin oder so, jedenfalls von unten. Und ja, das musste ich dann auch erstmal für mich erobern und das habe ich auch getan. Und nach einiger Zeit hatte ich dann die Elytra, welche übrigens pre-enchanted war, was ziemlich insane ist. An Tag 60 habe ich dann auch schon meine zweite Entfestung gefunden. Auch da habe ich alles gelootet und mich zum Schiff hochgebaut. Da auch noch alles mitgenommen, inklusive natürlich der Elytra, die am wichtigsten ist. Am Ende von Tag 61 habe ich es dann nach sehr langer Zeit geschafft, den Ausgang wiederzufinden und bin wieder nach Hause gegangen. Tag 62 war dann wieder ein Big Sortiertag. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Items auf dem End mitgebracht und dementsprechend musste ich sehr viel organisieren und habe dann auch meine Schalker-Boxen platziert. Und ja, Tag Nummer 63. Ich habe gemerkt, dass ich Fässer präferiere, denn Truhen sind hässlich und in Fässern ist mehr Platz und Fässer sind cool und deswegen habe ich alle meine Truhen durch Fässer ersetzt. Ja, den restlichen Tag habe ich eigentlich nur dafür gewastet, Kühe zu suchen und ich habe echt wenig Kühe gefunden. Und ja, an Tag 64 habe ich den Plan gefasst, eine große Zuckerrohrfarm zu bauen, also habe ich das auf dem See vor meinem Haus getan. Ich habe mich für ein Design mit einem Glasdach entschieden, also überdacht mit so abwechselnden Löchern, also dass immer ein Loch Land, ein Loch Wasser ist und dann halt eben zwischendurch das Zuckerrohr geplaced wird. Und der Bau davon zog sich, glaube ich, ziemlich lange. Ich glaube, inklusive Tag 70 sogar noch. Ja, an Tag 70 war ich, glaube ich, dann erst vollständig fertig. Ich habe dann angefangen, für eine Enderman-Farm sehr viele Sachen zusammenzusuchen. Ich brauchte wirklich verdammt viel Stuff und an Tag 71 habe ich mich erstmal darum gekümmert, genug Holz zu bekommen. An Tag 72 habe ich dann Strings bzw. Wolle gefarmt und zusammengesucht. Und an Tag 73 habe ich sehr viele Blätter gefarmt, was leider ziemlich buggy war. Als ich dann an Tag 74 alle Items zusammen hatte, begann der Bau. Hier ist eine kleine Zusammenfassung für euch. An Tag 77 war die Farm dann vollständig funktionstüchtig und ich habe sie auch direkt in Betrieb genommen und meine Tools verbessert und einfach ganz, ganz viel XP gefarmt, ganz viel Bücher enchantet und alles, was ich konnte, verbessert. Und dabei habe ich dann auch noch die Basis untenrum ein wenig ausdekoriert. An Tag 79 bin ich minen gegangen, da ich Dias brauchte und ich habe auch einen gigantischen Lavasee gefunden, an dem ich die Dias dann auch tatsächlich bekommen habe. Tag 80 bis 85 war es Zeit für das nächste Großprojekt und mein Plan dieses Mal war, eine riesige Fläche auf dem Meer neben dem Dorf zu bauen, um dort dann Platz zu haben, damit ich Farmen bauen kann oder, keine Ahnung, ein besseres Dorf für die Villager und halt einfach so eine Trading Station wollte ich auf jeden Fall bauen. Also habe ich sehr lange, tagelang sogar, habe ich Dirt gefarmt. Und zwischendurch immer mal wieder einfach eine große Plattform von Erde gebaut, neben dem Dorf. Ich habe einfach Dirt gefarmt, Plattform gebaut, Dirt gefarmt, Plattform gebaut. Die Sachen, die schon da drauf standen auf der Plattform, also daneben quasi, die Häuser vom Dorf und so, habe ich alle abgerissen und die Löcher dann gestopft und die Plattform größer gebaut und so weiter und so fort, bis ich dann an Tag 58 inklusive Ausleuchten komplett fertig war. An Tag 86 habe ich dann für die gerade eben erwähnte Villager Trading Station noch weitere Villager rangeholt.
An Tag 87 habe ich schon mal die Villager-Trading ganz grob gebaut und nur von innen schön gemacht. Von außen würde ich das wann anders machen, aber ich habe den ganzen Tag eigentlich nur von innen ein bisschen dekoriert und halt außenrum so einen kleinen Hof für die Villager gemacht. An Tag 88 bin ich zur Ellermine-Farm gegangen und habe mir erstmal ein bisschen XP gefarmt. Und später am Tag habe ich dann noch das Zuckerrohr das erste Mal geerntet und sehr viele Sticks gefarmt und diese zu Emeralds umgetauscht. An Tag 89 habe ich endlich den Mending-Trade bei meinem Villager bekommen und ich habe direkt 7-mal Mending gekauft und den ganzen Tag lang dafür verwendet, Level zu bekommen und überall Mending drauf zu machen. An Tag 90 habe ich den ganzen, und zwar wirklich den ganzen Tag Enderman, also XP gefarmt, um wirklich überall Mending drauf zu haben. An Tag 91 hatte ich dann endlich wirklich alles, was ich hatte, mit Mending enchanted und ich konnte damit beginnen, das Villager-Haus zu verschönern, also auch von außen ein bisschen cooler aussehen zu lassen. Und das ging dann doch etwas länger als geplant, nämlich bis Tag 93 habe ich nur an dem Haus gearbeitet, vor allem weil mir ziemlich oft was nicht gefallen hat und ich es wieder abgeändert habe. An Tag 94 habe ich mich dann eher so der Umgebung der Trading Station gewidmet. Ich habe einen coolen Tunnel gebaut mit bemoosten Steinen etc., der dann quasi auch zu einem Weg führt und der Weg führt dann zu der Trading Station und neben dem Weg habe ich ganz viele Laternen platziert und das hat Tag 94 in Anspruch genommen. An Tag 95 habe ich noch mehr Wege gebaut, überall auf der großen Plattform und dort, wo Sand war, das Ganze ein bisschen mit Erde ersetzt. An Tag 96 habe ich dann ganz viel Sand gebraten und in der Mitte der Plattform ein großes Fenster gebaut. Tag 97. Ich habe mir überlegt, als krönenden Abschluss in das gefährliche Dungeon zu gehen, aus dem ich vorher geflohen bin. Wow, my man, he's got a knockback. What the fuck? Aber irgendwas war komisch. Teilweise fehlte der Loot, aber teilweise war ziemlich guter Loot da. Außerdem ist später dann leider das hier passiert. Okay, pass auf. Es sind Hexenspawner an der Decke. There gotta be more loot here, right? Oh ja. Oh fuck, das ist nicht so cool. Lass mal hier kurz. Oh fuck. So kurz vor dem Ende sind wir dann also doch nochmal gestorben. Wir haben es nicht geschafft, die vollen 100 Tage zu überleben, aber wir waren extrem nah dran. Wir haben 97 Tage überlebt und das ist halt einfach schon eine krasse Leistung. Ich habe mir dann meinen Loot wiedergeholt, den Rest aus den Truhen im Dungeon genommen und bin wieder nach Hause gegangen. Am vorletzten Tag habe ich mir eine Full Netherite-Rüstung gemacht tatsächlich, aus dem Loot, den ich im Dungeon gefunden habe. Und dann habe ich noch sehr viele Level gefarmt und Sachen einsortiert, die ich gefunden habe. Und damit sind wir schon bei Tag 100. Das war's. Das ist das Video gewesen. 100 Tage Better Minecraft. Wenn ihr tatsächlich bis hierhin zugesehen haben solltet, danke ich euch von ganzem Herzen. Das supportet mich total. Lasst einfach unbedingt eine gute Bewertung da, wenn ihr das Ganze nice fandet und ich danke euch wirklich fürs Einschalten. Wenn ihr mehr davon wollt und was genau, schreibt es gern in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich weiter Better Minecraft spiele, dann schaut unbedingt mal bei mir auf Twitch vorbei. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und ciao.